Hi, ich bin der Lorenz, 23 Jahre alt und DJ und Produzent aus dem wunderschönen Dresden. Schon sehr, sehr früh bin ich mit Musik in Berührung gekommen, aufgrund meiner Vergangenheit als Tänzer, vor allem Balletttänzer und auch in den Bereichen Improvisation. Eines Tages bin ich in Berührung gekommen mit einem Video auf YouTube, wo ein DJ beim Red Bull Freestyles Battle mehrere Lieder in einem kombiniert hat. Und das hat mich massiv fasziniert, so sehr, dass ich unbedingt genau das auch umsetzen wollte. 3 Jahre später habe ich mich dann mit 15, glaube ich, war das 16 angefangen, damit näher auseinanderzusetzen. Mir mein erstes DJ-Pult zugelegt, mit meinem restlich überbleibenden Jugendweihegeld und versucht, tiefer in diese Technik einzutauchen, zu verstehen, wie lasse ich 2 Lieder ineinander laufen oder sogar noch ein drittes mit dazu oder sogar noch ein viertes mit dazu. Und da kommen wir auch gleich zu dem Punkt, was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist beim DJing, die Kunst des DJings zu repräsentieren und so kreativ wie möglich verschiedenste Lieder miteinander zu kombinieren. Das zeige ich heute mittlerweile zum Beispiel auf Instagram mit meinen Reels, die unter dem Motto 3 in 1 laufen, wo ich versuche, ein Hip-Hop-Lied oder ein Pop-Lied mit meinem Lieblingsgenre Tech House in Verbindung zu bringen, um somit den Leuten eine gute Zeit zu bescheren oder in Partystimmung zu versetzen. In einer Zeit, wo es uns nicht möglich war, miteinander zu feiern, Corona, habe ich versucht, das nicht nur auf Instagram zu repräsentieren, sondern auch auf YouTube. Mit 2 Sets, welche gedreht wurden an sehr bekannten Sehenswürdigkeiten in meiner Heimatstadt Dresden. Dem Schloss Albrechtsberg und der Frauenkirche. Seit 7 Jahren bin ich nun als DJ aktiv und durfte mich schon auf verschiedenen Events unter Beweis stellen. An der bekanntesten Clubs Deutschland im Bootshaus Köln oder auch als Support Act für HBZ im Felsenkeller Leipzig. Mein nächstes Ziel und damit auch der nächste Schritt in meiner Karriere sollen damit die Festivals sein. Ich würde mich somit sehr freuen, wenn ich die Möglichkeit hätte, meinen Traum in Erfüllung gehen zu lassen.